Hallo, Kapitän. Sir Couts Beckett, ich habe seine Adresse. Nach einer gemütlichen Tasse Tee können wir uns auf den Weg machen. Nur nicht so bequem, Watson. Wir brechen sofort auf. Oh, armer Watson. Der wollte so gern noch ein Tässchen Tee trinken. Werfen wir einen Blick auf die Londoner Karte. Ich hätte ja irgendwie gedacht... Das ist das Haus von Richter Beckett. Es ist riesig und macht einen ganz schön luxuriösen Eindruck, Holmes. Der Mann hat eine außerordentliche Karriere hingelegt. Wer sagt, dass sich Verbrechen nicht auszahlen? Die Frage ist lediglich für wen? Wie war, Watson. Versuchen wir, einen Weg hineinzufinden. Was ist das eigentlich für ein Paket, Holmes? Sie haben auf dem Weg hierher kein Wort darüber verloren. Kekse für meine Tante. Für Ihre Tante? Hören Sie auf, mich an der Nase herumzuführen, Holmes. Wenn Sie eine vernünftige Antwort wollen, sollten Sie eine vernünftige Frage stellen. Wenn Sie meinen, ich werde jetzt an der Tür klingeln. Das sollte eine Aufgabe sein, der ich gewachsen bin. Nein, lassen Sie nur, ich werde klingeln. Wow. Hallo, Liquid. Ich habe ja ursprünglich gedacht, dass der Mensch da bei Farley mit im Büro saß, dass das, oh, wie heißt der? Scheiße, jetzt fehlt mir das Wort. Wie heißt der Obergegner von ihm? Moriarty. Dass das Moriarty ist. Keine Reaktion. Scheint niemand da zu sein. Sollen wir warten, Holmes? Nein. Verschaffen wir uns diskret Zutritt. Die Abwesenheit des Richters kommt wie gerufen. So können wir uns ungestört genauer umsehen. Sie wollen allen Ernstes in das Haus des Richters einbrechen? Sind Sie von allen guten Geistern verlassen, Holmes? Seien Sie unbesorgt, Watson. Ich werde alle Spuren unseres Besuchs beseitigen. Sie sollten sich selbst reden hören, Holmes. Sie klingen wie ein gewöhnlicher Krimineller. Hä, ich bin ein ungewöhnlicher Krimineller? Sagen Sie mal. Eine Beleidigung. Ich bin ein ungewöhnlicher Krimineller. Da kommt man unmöglich rein. Okay. Kann er auch noch mal klingeln. Ja, Schlafchat. Ich bin heute um 7:30 aufgestanden und war schon im Gym. Du hast ja auch nicht gestern einen coolen Spieleabend mit Freunden gehabt, ha? Huh? Mr. Holmes, Dr. Watson, wie schön, Sie wiederzusehen. Erinnern Sie sich noch an mich? Selbstverständlich, Miss Lucy. Wer könnte solch ein schönes Lächeln vergessen? Sie sehen reizend aus. Watson, wir haben zu tun. Holmes, Sie erinnern sich doch bestimmt noch an Lucy. Wir haben sie im Zuge unserer letzten Ermittlungen in Whitechapel kennengelernt, als wir Jack the Ripper. Ich erinnere mich lediglich an die essentiellen Details dieses Falls. Unser kurzes Wiedersehen hat mich sehr gefreut. Aber ich muss jetzt leider gehen, meine liebe Lucy. Auf bald, Doktor. Doch, hallo. Ich gehe mit meinen Keksen und meine Kekse mit mir. Wir gehen jetzt unauffällig zum Hintereingang. Der steht zwar closed drauf, eine aber wir kriegen es Bank, bestimmt die auf. Schließen musste. Das ist eine Bank. Wenn das so weitergeht, ist bald das ganze Land ruiniert. Das ist eine Bank. Da steht's ganz groß. Ha! Hier ist ja gar nichts, doch ein Fenster, was man aufmachen kann. Dieses Schloss sollte nicht schwer zu knacken sein. Mal sehen. Ich brauche eine biegsame Nadel, Watson. Versuchen Sie bitte, eine aufzutreiben. In Ordnung, Holmes. Och, jetzt ist die Lucy wieder recht, ja? Die gibt mir jetzt bestimmt ihre Haarnadel.
Es war Lucy. Ach, Lucy, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie herzerwärmend es ist, Sie hier so zu sehen, vor allem in Zeiten wie diesen. Erzählen Sie mir, wie ist es Ihnen die letzte Zeit ergangen? Sie sind jetzt Blumenhändlerin? Oh ja, Doktor. Ich verkaufe Blumen. Bin mittlerweile verheiratet und habe zwei wunderhübsche kleine Zwillingsmädchen. Herzlichen Glückwunsch, Lucy. Aber genug von mir. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Darf es vielleicht ein hübscher Blumenstrauß sein? Im Moment nicht, Lucy. Ich bräuchte einen biegsamen, aber robusten Gegenstand. Ein Blumenstab sollte diesen Zweck erfüllen. Oh, ich verstehe. Sie wollen damit eine Tür oder ein Fenster öffnen. Lucy, Sie überraschen mich immer wieder. Sagen wir einfach, dass das Türschloss meiner Wohnung klemmt und ich mir durch das Fenster Zutritt verschaffen will. Da werden Sie mit einem Blumenstab nicht weit kommen. Versuchen Sie es besser mit einer Haarnadel. Ein ideales Werkzeug für einen rechtschaffenen Herrn, der in seine Wohnung will, ohne die Tür benutzen zu müssen. Sie ist sympathisch. Sie sind wundervoll, Lucy. Auf Wiedersehen, Doktor. Hier, nehmen Sie mein Dietrich-Set. Wie ist ihm das aufgefallen mit den Blumen? Der ist ja voll schlau. Ja, bin ich aber nicht auch voll schlau, dass ich sofort wusste, dass es um die Haarnadel geht? Ha, ha, ha. Ich brauche eine biegsame Nadel, Watson. Versuchen Sie bitte, eine aufzutreiben. In Ordnung, Holmes. Du bist voll klug. Nimm es. Bitte sehr, Holmes. Ausgezeichnet. Dieses Schloss sollte nicht schwer zu knacken sein. Mal sehen. Aha. Höher geht nicht. Moment. Muss aber, glaube ich, ein bisschen umdenken. Da? Das geht nicht. Doch, geht doch noch höher. Oh. Oh. Und so. Toll, wir haben die schöne Haarnadel kaputt gemacht. Gut, wir können durch. Die Küche. Da ist genug Platz, um ein Dutzend Menschen zu versorgen. Ja, laut Zeitung unterrichtet die Frau des Richters nicht nur die Schüler, sondern kocht auch noch für sie. Speiseöl. In einer Küche! So verdächtig. Das hier könnte interessant sein. Eine Rudergabel. Die gehört da eigentlich nicht hin. Skandalös. Kaputt. Sieht noch aus wie neu. Hallo, Jeanette. War hier doch irgendwas? Nee. Gott, womit habe ich denn? Ach, mit der Leertaste. Okay. Was für ein eindrucksvolles Klassenzimmer. Ja. Die Kinder können sich glücklich schätzen. Auf jeden Fall. Das ist wirklich beeindruckend. Hören Sie dieses leise, metallene Geräusch? Da ist etwas drin. A present from Lord Vinegard to Miss Beckett as a keepsake of this blessed day of your marriage. Okay. Da fehlt mir aber bestimmt noch was. Mir fehlen Informationen. Ja. Jeden Fall. Dieses Foto entstand bei der Hochzeit von Richter Beckett. Hallo, Richie. Das ist ein Foto, auf dem der Richter und seine Frau abgebildet sind. Klaus, jetzt sind die ganzen Fotos, oder wie, oder was, oder wer? Guck mal, habt ihr gesehen, die hatten schon Tablets. Das ist so fortschrittlich.
Dachte gerade, da liegen lauter Tablets auf den Tischen. Ja, ja. Meine liebe Tochter, deine Vermählung mit Lord Beckett macht mich zu einem glücklichen Vater. Welchen besseren Gemahl könnte ich mir für meine einzige Tochter wünschen? Lord Beckett ist ein aufrichtiger Mann, der an die Gerechtigkeit glaubt. Er ist ehrenwert und unbestechlich, was heutzutage eine Seltenheit ist. Wenn ich mich daran erinnere, wie ich anfangs gegen deine Reise nach Indien war, bereue ich meine etwas übertriebene väterliche Fürsorge und bewundere nun deine Beharrlichkeit und deinen starken Willen. Schließlich haben dich deine Engelsgüte und dein Mitgefühl für die mittellosen Kinder dazu bewogen, die Wohltätigkeitsarbeit in diesen heruntergekommenen Waisenhäusern Bombays aufzunehmen. Und eben dieser selbstlose Dienst hat dazu geführt, dass du den Mann kennengelernt hast, den das Schicksal als deinen Gatten auserkoren hatte. Wenn du auf deinen dickköpfigen alten Vater gehört hättest, hättest du England nicht verlassen und wärst Lord Beckett niemals begegnet. Jetzt, da du wieder zurück in England bist und er das Klassenzimmer in seinem Herrenhaus für dich eingerichtet hat, hege ich die Hoffnung, dich wieder öfter zu sehen. Während du diesen Brief liest, solltest du auch ein kleines Geschenk in den Händen halten, das ich dir zu Ehren deiner Rückkehr gemacht habe. Ich weiß um deine Reiselust und dieser mechanische Kartenkasten, gefertigt vom besten Möbelschreiner Londons, dürfte dir gefallen. Es handelt sich dabei um eine Art Tresor. Ich habe um eine personalisierte Kombination gebeten. Du wirst sie dir gut merken können. Dein dich liebender Vater. Diese Frau ist bewundernswert. Da sie keine eigenen Kinder haben konnte, hat sie beschlossen, für hunderte andere zu sorgen. Ja, für manche ist es halt schon Berufung, ne? Mit den Kiddies. Die Tafel klemmt. So lässt sie sich nicht umdrehen. Tragedy and Comedy. Theater. Who were the... Ancient Greeks, keine Ahnung, irgend sowas. Auf der Tafel sieht man, welches Fach die Kinder als letztes hatten. Altgriechisch. Die Tafel klemmt. So lässt sie sich nicht umdrehen. Ist noch was? James. Diese Jacke gehört dem jungen James. Süßigkeitenpapier, das einem Schüler aus der Jackentasche gefallen ist. Er ist nutzlos. Warum? So, a present from Lord Beneker to Miss Beckett as a keepsake for his blessed day of marriage. Also, da ist es. 6 Uhr. The most romantic evening at my life in the heat of Bombay. Zwischen den Städten und den Zahlen oben auf dem Kästchen besteht irgendein Zusammenhang. Aber mir fehlen Informationen, um herauszufinden, welcher. Wieso? Da ist es um 10. Und das ist wahrscheinlich... Ist das London? Perfekt. Ach so, aber das hier war nicht richtig, die 6? So, warte mal, vielleicht geht's noch weiter. Ah. Perfekt. 18 Uhr. Das war's. Kinderleicht. Ja, war wirklich leicht. Ein Schlüssel. Ey. Oh, der muss mir alles nachquatschen, wirklich. Wer sucht, der findet. Glückwunsch, das fiel Ihnen ja gar nicht besonders schwer. Nee, ich bin nämlich voll klug.
Und bescheiden. Ja, das darf man nicht vergessen. Der Schlüssel zu Chats Herz. Oh, oh. Sie haben den Schlüssel gefunden. Yes. Und was habe ich hier? Meister der Deduktion. Sorgfalt ist die Mutter des Genies. Bravo. Liquid, du Schleimi. Okay, wir haben einen Schlüssel. Ach, guck mal, hier unten ist ja auch noch was. What's this? Meine Liebste, wahrscheinlich werde ich nicht hier sein, wenn du zurückkommst, da eine äußerst wichtige Angelegenheit an mich herangetragen wurde, die auch der Grund für meine seltene Anwesenheit die letzte Zeit ist. Meine Untersuchungen förderten zutage, dass diese Angelegenheit eine enorme Tragweite haben dürfte, weswegen ich unverzüglich mit dem Premierminister sprechen muss. Die Sicherheit des Landes ist in Gefahr, aber sorge dich nicht, meine Liebste. Genieße die Reise mit deinen Schülern. Ach, wenn wir schon bei dem Thema sind. Einer deiner Schützlinge hat sich zwei meiner Rudergabeln stibitzt. Wow! Du weißt doch, wie viel mir diese Andenken bedeuten. Sie erinnern mich an den größten Triumph meiner Jugend bei der New Yorker Rudermeisterschaft. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du sie finden und wieder an ihren Platz zurücklegen würdest. Im Übrigen ist mir auch nicht entgangen, dass der Süßigkeitenschrank beschädigt wurde. Ich habe dich immer bei deiner wohltätigen Arbeit unterstützt und weiß, wie schwer es ist, diesen Straßenkindern ihre schlechten Gewohnheiten auszutreiben. Aber vielleicht solltest du ihnen beibringen, dass man das Eigentum anderer Menschen respektieren muss. Die haben einen Süßigkeitenschrank. Wir hatten als Kind auch einen Süßigkeitenschrank. Hallo Therothens. Wir hatten auch einen Süßigkeitenschrank und der war auch abgeschlossen. Aber wir wussten, wo der Schlüssel ist. Und auch da hatten wir noch Nüdergröße und mussten immer auf den Schrank draufklettern, um den aufmachen zu können. Ich habe eine Süßigkeiten-Schublade. Also ich habe gerade eine Süßigkeiten-Schüssel, da sind eure ganzen Weihnachtsfrisalien drin. So, ich habe immer noch den Schlüssel, ne? Ja, und eine Rudergabel. Schlüssel. Aber warte mal, das Speiseöl? Warte mal, wir hatten doch Speiseöl in der Küche gefunden. Das holen wir uns mal. Für die Tafel. Aber war das auch ein Riesensüßigkeitenschrank? Der war schon ziemlich groß, ja. Also. Ich wusste gar nicht, dass Sie leidenschaftlich gerne kochen. Weil ich mir jetzt Speiseöl genommen habe, bin ich ein leidenschaftlicher Kocher. Ja, Kocher. Nicht Koch. Kocher. So ein Schrank ist doch für Nida schon so... Wow. Jetzt geht's wieder los. So. Was auf der anderen Seite drauf ist? Griechische Buchstaben. Notieren Sie sie, mein lieber Freund. In Ordnung, Holmes. Wo hättet ihr gewusst, wie man die alle ausspricht? Ja, Pi ist klar, Alpha, Beta und Omega sind auch klar. Oh, da steht Omikron. Oh, Sigma, Zeta, Eta, Epsilon. Lange her. Hallo Tass, guten Morgen. Komm, Teddy, wir gehen. Nein, du bleibst hier. Okay. Griechisches Alphabet. Oh, was haben wir denn hier noch? Ach, das war anscheinend der Schlüssel, den ich brauchte. Anleitung. Aufgabe. Erstellen Sie mit römischen Zahlen eine logische Folge und benutzen Sie dabei alle Teile. Kein Ergebnis darf größer als 10 sein. Und jedes Ergebnis muss größer als das vorherige sein. Die Zahl x darf nur einmal vorkommen. Bitte was? Achso, das ist ein Plus hier. Okay. Okay. Kein Ergebnis darf größer als 10 sein. Die Zahl x darf nur einmal vorkommen. X ist ja 10.
Okay, wir machen hier auf jeden Fall mal ein X rein. Zählt das als X? Ja, ne? Und da, hier machen wir auf jeden Fall... Oh mein Gott, wie soll denn das gehen? Römische Zahlen, jetzt bin ich gespannt. Na gut, aber Schmolle, ein kleines Papier. Kann man wieder wer... Oh, ihr seid gemein. Okay, warte, das, also das kriegen wir hin. Ich hoffe, das ist mit dem... Aber ich kann das nicht weiter drehen, also geht nur so. Aber das sieht so rot aus. Aber ich glaube, das ist einfach so. Wir machen einfach mal das 2. Dann hätten wir hier 8. Warte mal, ich habe noch eine Zahl. Zählt das so? Ich habe keine Ahnung. Nee, das ist ja wieder ein V. Ja, ein X. Keine Ahnung, ob ich überhaupt ein X machen kann. So, warte mal, das sind 5, das sind 6. Das sind... Ich glaube, ein X geht nicht. Aber der hat ja gesagt, X darf nur einmal vorkommen. Das sind 9, 5, 6. Ist hier eine 7 hin? Ach, warte mal, Minus. Das sind 9 minus... Ich weiß halt nicht, ob das so klappt, ne? Ob das als X zählt. Aber ich glaube, wenn es nicht gehen würde, dann hättest du es nicht so übereinander gelegt. X darf noch einmal vorkommen. Das sind 11 minus 3 sind 8. Das sind auch 8. Eine logische Folge und benutzen Sie dabei alle Teile. Kein Ergebnis darf größer als 10 sein. Und jedes Ergebnis muss größer als das vorherige sein. Die Zahl X darf nur einmal vorkommen. So spannend hier. Also 5, 6. Und hier habe ich eine 8. Also theoretisch würde ich hier gerne eine 7 rausbekommen. Oder kriege ich hier, warte mal, 6. Ich guck mal. Sechs. Nee, dann haben wir ja schon wieder 8. Nee. Sechs, 7. Hier müssen wir Minus machen. Okay, da haben wir 8. Oh, ich glaube, das war's. Ausgezeichnet. Tada! Eine Rudergabel. Siegestanz! Ach komm, ach komm, ihr seid schon ein bisschen stolz auf mich, oder? Ausgezeichnet. Hallo, Shazam. Der Türgriff wurde entfernt. Oh nein! Watson, was sollen wir noch tun? Wir benutzen das Messer. Der Türgriff wurde entfernt. Nein, wir brauchen wahrscheinlich einen Türgriff. Das ist ja sacre bleu.
Machen Sie sich Notizen, Watson. Wir kommen überhaupt nicht weiter. Woher sollen wir wissen, was das bedeutet? Lord Beckets Dokument. Okay, das sehen wir dann wahrscheinlich erst, wenn es drauf ist, wenn es auf ist. Einfach die Dinger, die du gerade gesammelt hast. Nein, das sind ja Bootsgabeln. Keine das ist Türgriffe. Zweifellos das Büro des Richters. Die Tür ist zweifach verriegelt. Zweifach. Wir sollten die Tür nicht gewaltsam öffnen und auch keine Fenster einschlagen. Richter Beckett könnte jeden Augenblick zurückkommen. Da haben Sie nicht ganz Unrecht. Irgendwo hat er oder eine Person, der er vertraut, bestimmt einen Zweitschlüssel. Ja, schon gefunden. Wir sind im Büro des Richters, Holmes. Was haben Sie vor? Wollen Sie hier alles auf den Kopf stellen? Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Ich gehe nicht, bevor ich gefunden habe, wonach ich suche. Eine Habano Clarissimo Zigarre. Ah, jetzt habe ich hier die Kekse auf den Tisch gestellt. Denken Sie an Ihre Kekse, wenn wir gehen, Holmes. Natürlich, Watson. Ne, die lässt er bestimmt da stehen. Aus Gründen? Was sollen wir als nächstes tun, Holmes? Nein, ich wollte gar nicht mit dir sprechen. Ich wollte hier die andere Gabel nehmen. Eine Rudergabel? Muss ein Souvenir sein. Aber da sind auch Bilder, wo er rudert. Der Richter war schon früher gerne rudern. Als Andenken an die Universität von New York. Richter Beckett hat dort studiert. Beckett, Ehrenmitglied. Es muss sich hierbei um eine Organisation handeln, der Richter angehört. Sehen Sie sich dieses Symbol an. Es muss für Richter Beckett von großer Bedeutung sein. Ich habe schon wieder einfach der junge Beckett mit seinen Freunden beim Rudern. Es wird denen gar nicht auffallen, dass überall die Fotos fehlen. Das merken die gar nicht. Die blinde Justitia. So blind wie Richter Beckett. Shirley, sag mal. So viele Trophäen. Der Richter ist bestimmt stolz darauf. Ja, deswegen liegen die da überall rum. Okay. Unter den Öffnungen ist ein Mechanismus zu erkennen. Diese Ruder lassen sich drehen. Ja, aber wie denn? Mir fehlen Informationen. Ah, okay. Haben eben nicht alle ein Auge wie Holmes. Ja. Hä? Hingen da Bilder an der Wand? Hab keins gesehen. Hier ist ein... Die wollen wir wahrscheinlich aufkriegen, die Riesentür Diese hier. Diese Tür ist äußerst robust. Und da ist kein Schloss. Am besten sehen wir uns hier weiter um, Holmes. Watson, das ist wirklich ein höchst ausgeklügeltes System. Es handelt sich dabei um einen Öffnungsmechanismus. In der Tat. Aber müssen wir da überhaupt rein? Richter Beckett ist sehr wohlhabend. Und das Zimmer enthält möglicherweise nur gewöhnliche Wertgegenstände, die er vor Dieben schützen will. Türen sind dazu da, um geöffnet zu werden, mein werter Freund. Da habt das. Da, der Shirley hat's gesagt. Aber es. Wartet mal. Hab ich die wieder in der Hand? Gucken mal, ob wir das brauchen dafür. Nee. Mir fehlen Informationen. Ja. Mir fehlen Informationen. Der kleine Scherzkeks, der sich den Griff für den Süßigkeitenschrank ausgeliehen hatte, möge diesen bitte unverzüglich zurückgeben. Wenn sich der Griff vor Wochenende wieder an seinem Platz befindet, werde ich von einer Bestrafung absehen. Anderenfalls sehe ich mich leider gezwungen, die gesamte Klasse zur Verantwortung zu ziehen. Lady Beckett. Sieht ganz so aus, als würde es in jeder Schule freche Schüler geben.
Da gucken wir doch einfach noch mal in die Tasche von dem James, oder? Da war doch Süßigkeit, Bonbonpapier unter der Jacke. Diese Jacke gehört dem jungen James. Ach so, aber warte mal. Watson? Bist du auf dem Laufband? Trainierst du? More passion, more passion, more energy, more energy, more footwork, more footwork. Er ist nutzlos. Aber kriegen wir hierüber nicht raus, wo der James sitzt? Fast so tiefgründig wie in Star Trek 6. Warum steigt man auf einen Berg? Weil er da ist. Ich hätte gedacht, wir finden darüber raus, auf welchem Platz der James sitzt. Und da ist bestimmt der Dings drin. Ich komme schon ins Schwitzen. Warte mal, vielleicht brauchen wir hier noch irgendwas. Aber was? Er ist nutzlos. Er ist nutzlos. Er ist nutzlos. Nee, der ist bestimmt nicht nutzlos. Er ist nutzlos. Was bist du denn jetzt so? Warte mal, wie konnte ich die Ansicht ändern? Ach so. Da steht leider nirgendwo James. Schade. Es sind auch irgendwie mehr Plätze als Kiddies. Der Türgriff wurde entfernt. Ja, wir brauchen einen Türgriff. Ich weiß, wer den hat. Glaube ich. Es gibt keinen Grund, die oberen Stockwerke aufzusuchen. Aus den Zeitungen wissen wir, dass dieser Teil des Gebäudes leer steht. Von oben wird niemand kommen und uns überraschen. Okay. Und hier geht's nach draußen, ne? Okay. Okay. Da drüben ist noch was. Hier ist nichts Interessantes. Sag mal. Hier ist nichts Interessantes. Warum wird mir das denn angezeigt? Okay, wir müssen irgendwie das jetzt hier lösen. Aber wer hat dieser uns... Gentleman ist definitiv jetzt. Ein leidenschaftlicher Ruderer. Er stellt sein Hobby sogar in seinem Büro zur Schau. Okay. Diese Notiz muss Richter Beckett sehr wichtig sein. Tretet uns bei. Unsere Erfolgsquote liegt bei konstant 314. Okay, Pi ist das wahrscheinlich, ne? Was haben wir hier? Haben wir auch ein Zeichen? Aber wir brauchen drei Zeichen. Ja, noch mehr? Mir fehlen Informationen. Na, eins fehlt noch. Mir fehlen Informationen. Ein was fehlt noch. Mir fehlt noch eins. Mir fehlt noch was. Sehr gut, Kilo, vielen Dank. Mir fehlt noch ein Zeichen. Aber wo?
Oh, habe ich jetzt was übersehen? Wir haben Süßigkeiten-Schrank. Wahrscheinlich. Hä? Er ist nutzlos. Wirklich? Ach, warte, hier ist noch was. Ein Buch über Studentenvereinigungen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Da ist das letzte Teil wahrscheinlich. Keine Ahnung, warum ich das Phantom der Oper im Kopf hab. So. Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten. Aha. Okay. Da muss ich, glaube ich, nochmal auf das eine Bild schauen, oder? Da fehlt mir immer noch was. Warte mal, Universitäten? Als Andenken an die Universität von New York. Richter Beckett hat dort studiert. Okay, Universität von New York. Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten. Da. Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten. Was sagt mir das jetzt hier? Universität von New York, das ist das hier. Mann. Mir fehlen Informationen. Fehlt immer noch was. So, hier steht ja auch von New York. Mir fehlt immer noch was. Finden Sie heraus, welcher Studentenvereinigung Richard Beckett angehörte? Ja. So viele Trophäen. Der Richter ist bestimmt stolz darauf. Moment. Hier ist nichts Interessantes. Was sollen wir als nächstes tun, Holmes? Ja, ich weiß es nicht, Watson. Wie soll ich das rauskriegen? Die Kinder sehen auch sehr glücklich aus auf diesem Foto. Animal Fresh. Soll doch nochmal hier reingucken. Vielleicht haben wir noch irgendwas übersehen. Er ist nutzlos. Nee, das. Ich glaube, der ist wirklich nutzlos. Hallo, Grasi. Denken Sie an Ihre Kekse, wenn wir gehen, Holmes. Natürlich, Watson. Natürlich, Watson. Hä?
Hä? Du, ich glaube, dir fehlen Informationen. Ja. Mir fehlen Informationen. Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten. Ich verstehe aber nicht so richtig. Ein griechischer Buchstabe. Ach so, vielleicht muss ich das mal alles anklicken. Diese Notiz muss Richter Beckett sehr wichtig sein. Diese Notiz. Vielleicht jetzt? Mir fehlen Informationen. Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten. Hm. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Was fehlt mir denn jetzt noch? Na, kombinieren sie müssen. Ja, aber selbst wenn ich die... Ich kann dort drei Buchstaben eintragen. Und selbst wenn ich das versuche, sagt er, dass ihm noch Informationen fehlen. Also irgendwas muss ich hier noch finden, angucken. Kombinieren geht auch nicht. Langsam glaube ich, du spielst gar kein Diablo mehr. Alles weg. Nee, tatsächlich zurzeit gar nicht. Man hätte ja denken können, dass man hier irgendwas in die Waagschale werfen kann, aber... Mal jemand gucken, was mir noch fehlt. Muss ich mein Paket aufmachen? Denken Sie an Ihre Kekse, wenn wir gehen, Holmes. Natürlich, Watson. Aber warte mal. Eine Habano Clarissimo Zigarre. Gar nichts gebracht. Gar nichts. Der junge Beckett mit seinen Freunden beim Rudern. Der Richter war schon früher gerne rudern. Hallo, Malle. Hä? Was denn? Wie denn? Wo denn? Versteht das ja auch nicht so richtig. Watson! Mein Gott! Diese Jacke gehört dem jungen James.
Das wäre doch aber nur logisch gewesen, dass wenn ich weiß, dass der James das Bonbonpapier hat, dass ich dann gucke, wo der sitzt. Und den Tisch dann aufmache und da ist dann der Griff vom Süßigkeiten-Schrank drin, oder? Wieso funktioniert denn das nicht? Wieso funktioniert denn das nicht so, wie ich mir das vorstelle? Hä? Huh? Oder Sitz bekommst du raus am Sitzplan? Ja, das... Er ist nutzlos. Da an diesem Sitzplan war schon tausendmal dran und Shirley sagt immer wieder, dass der nutzlos ist. Und da steht leider auch kein James auf diesem Sitzplan drauf. Kannst du bitte immer so reden? Nein. Also da steht kein James. Da steht Alina und noch irgendwas mit A und... Lenny oder so? Obwohl, das Rote könnte James sein. Aber ich glaube, Shirley ist noch nicht so weit. Shirley ist noch nicht bereit für den Türgriff. Aber ich weiß auch nicht, wo ich das letzte Teil für das Schließfach herbekommen soll. Keine Ahnung. Aber auf der sagt halt auch immer, das ist halt doch eine Schachtel mit Süßigkeiten. Wahrscheinlich, um fleißige Schüler zu belohnen. So. Eines der griechischen Bücher ist aufgeschlagen. Vielleicht der Stoff der letzten Unterrichtsstunde. Alles deutet auf jemanden hin, der nicht will, dass man diesen Schrank öffnet. Was Grund genug ist, ihn zu öffnen. Schüler James hat den Griff zum Süßigkeitenschrank gestohlen, damit er sich dort nach Lust und Laune bedienen kann. Wenn wir seinen Tisch finden, finden wir auch den Griff. Ach! Dieser Shirley, das macht er doch mit Absicht. Der Sitzplan des Klassenzimmers. Ach, jetzt. Mit Hilfe dieses Sitzplans finden wir vielleicht heraus, an welchem Tisch James sitzt. Ich dachte, der ist nutzlos! Hm? Alisa und Talia sind wirklich reizende Geschwister. Ich bringe es nicht übers Herz, sie auseinanderzusetzen. Hallo, Blau? Warum kann ich das da nicht hinmachen? Hä? Es ist wichtig, Kindern Verantwortungsbewusstsein beizubringen, indem man ihnen kleinere Aufgaben zuteilt. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass sie diesen Aufgaben körperlich und geistig gewachsen sind. Die Reihensprecher sind mit einer Flagge gekennzeichnet. Andere Aufgaben werden anhand von kleinen Bilderchen dargestellt. Bei Gemeinschaftsübungen sammeln sich immer 4 Kinder um einen Tisch. Anastasia ist sehr hübsch und gebildet. Sie wird bestimmt einmal ein gutes Leben haben. Ihr Platz ist links von Ophelia, weil diese sehr nett und geduldig ist und Anastasia sicher dabei helfen wird, sich schnell zurechtzufinden. Louis oder Lewis hat Augen wie ein Adler. Neulich hat er ein Luftschiff am Himmel gesehen. Das habe ich gleich zum Anlass genommen, um eine Stunde über die Eroberung der Lüfte abzuhalten. Okay, das heißt, der sitzt am Fenster. Ach, guck mal, jetzt ging's. Gießen. Okay, dann sitzt die hier, weil die dürfen ja nicht auseinandergesetzt werden. Aaron ist ganz schön gewachsen, deswegen habe ich ihn hinter den gleich großen Fergus gesetzt. Okay, da ist irgendwo in der zweiten Reihe. Reinsprecher, Fensterdoppelreihe, Lloyd.
Das ist ja dann quasi der hier. Ich habe Ophelia in die erste Reihe zwischen meinem Pult und die Tafel gesetzt. Sie hat eine sehr leise Stimme und ich will sie nicht dauernd bitten müssen, lauter zu sprechen. Ihr selbst ist das auch unangenehm. Okay, irgendwo hier wahrscheinlich. Warte mal, links von Ophelia. Ist Anastasia. Seit Anastasia hier ist... Verkatzermund. Scheint Orson hin und weg von ihr zu sein. Wenn er zur Tafel schaut, ist sie genau in seinem Sichtfeld und lenkt ihn ab. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn versetzen soll. Diese Schwärmerei bei jungen Leuten ist doch etwas Wunderbares. Außerdem redet er jetzt nicht mehr ununterbrochen mit seinem Sitznachbarn Bart. Okay, also wahrscheinlich hier. Ach nee, warte mal, das muss so sein. Weil die sitzen ja nebeneinander. Dann ist das, passt das aber. Pierce gehört zu den Kindern, die sich manchmal mit Autorität etwas schwer tun, aber er ist trotzdem ein netter Junge und ich mag ihn sehr. In der Nähe meines Pults, hinter Anastasia und neben dem kleinen Elmer, der für sein Alter schon sehr reif ist, sollte er am wenigsten Probleme machen. Simon und James stammen aus demselben Dorf, ich habe sie zusammengesetzt, und zwar Simon links von James. Tyler ist Reihensprecher. Küchen, Doppelreihe, Tür. Küchen? Doppelreihe. Das soll wahrscheinlich die hier sein, ne? Also, hier. Rechts von ihm ist noch ein Platz frei. Sowas finde ich cool. Auch ganz einfach, verstehe nicht, warum du dir nicht gleich den Sitzplan angeschaut hast, Claudi. Hallo Kermit, hallo Mariechen, hallo Bo. Ja, es hätte auch eigentlich gleich mal mir diesen Sitzplan angucken können. Charles wartet immer noch auf die Brille, die ich für ihn bestellt habe. Solange muss er noch im Licht und nah bei der Tafel sitzen. Ich habe ihn und seinen Sitznachbarn Eddie die Plätze tauschen lassen. Im Licht und nah bei der Tafel. Der kleine Jasper ist häufig krank. Ich habe ihn in die Nähe der Küche gesetzt, damit er nicht so nah am zugigen Fenster sitzen muss. Mark ist ein sehr netter Junge. Ihn kann man wirklich mit jedem zusammensetzen. Ja, super. Tafel putzen, Fergus. Rose und Luisa lieben Bücher und schreiben heimlich zusammen eine Geschichte. Ich will sie bei diesem schönen Vorhaben unterstützen und lasse sie zusammensitzen. Luisa ist ab jetzt für die Aufbewahrung der Bücher für die älteren Kinder zuständig. Sie hat Zugang zu allen Büchern. Jetzt kam hier schon mal ein Haken. Bart ist sehr zuverlässig und ordentlich. Ich habe ihn damit beauftragt, die Bücher der jüngsten Schüler aufzubewahren. Keine Ahnung. Eddie ist ein Tagträumer und sitzt gern am Fenster. Vielleicht sollten er und seine Sitznachbarn die Plätze tauschen. Okay, das stimmt auch. Elmer ist ein ruhiger, vernünftiger Junge. Er sollte neben Pierce sitzen, weil er auf einen guten Einfluss hat. Haben wir Pierce schon? Hier. Damian ist ein helles Köpfchen. Früher musste er in einer Textilmanufaktur arbeiten und kann seitdem seine rechte Hand nicht mehr richtig benutzen. Dennoch gehört er zu den besten Schülern der Klasse. Ich lasse ihn immer links sitzen, damit er genug Platz hat, um mit der linken Hand zu schreiben. Simon und James stammen aus demselben Dorf. Ein Sprecher, Mittelreihe. Okay, der ist hier. Aaron ist ganz schön gewachsen, hinter den gleich großen Fergus. Also hier. Okay, jetzt müssen wir nochmal gucken, was wir jetzt noch übrig haben. Der kann neben jedem sitzen. Simon und James. Wo ist denn... Warte mal, ich glaube, dann muss... Reihensprecher? Okay, der muss dann hier sitzen. Simon links von James. So, dann kommt der hier noch hin. Der kann wirklich neben jedem sitzen. Bücher der jüngsten Schüler. Soll das das hier sein? Vielleicht. Wir gucken mal. Tada! Gut, öffnen wir James' Tisch. Tada, war total einfach.
Tabs, danke schön für 51 Monate im Tetreishaupt. Vielen, vielen Dank. Der Sitzplan des Klassenzimmers. Also da sitzt er. Aber sowas finde ich cool. Wenn man auf den Plan schaut, ist es echt einfach. Ausgezeichnet. Eine Schachtel mit Süßigkeiten. Wahrscheinlich, um fleißige Schüler zu belohnen. James ist wie Tops nur jünger. Aha. So, okay, jetzt haben wir, glaube ich, mit dem griechischen Buch haben wir hoffentlich das letzte fehlende Teil gefunden. Wehe, wenn es... Symbole der Studentenvereinigungen. Aha. Also ich glaube, das hier könnte es sein, ne? Ne, warte mal, wir brauchen Pi auch mit dabei. Ne, warte. Eine Liste mit den Wappen der amerikanischen Universitäten. Also. Oh Gott, mein Kopf muss sich das jetzt merken. Diese Notiz muss Richter Beckett sehen. Wir haben auf jeden Fall Pi, wir haben das N. Genau, das N. Hier haben wir N und Pi. Eigentlich nur hier. Also NZP. Und jetzt? Ah, N? Nee. Kriege ich denn da jetzt ein Z raus? So. Das kann ich nur so drehen? Nee, warte mal. Ich hab's kaputt gemacht. Scheiße, ich muss das wieder hochkriegen. So. Gut gemacht, Holmes. Manchmal komme ich mir schon sehr klug vor. Endlich drei Symbole finden. Ja, war total einfach. Unglaublich. Massenweise Akten. Zum Glück bist du gerade kein Fluglotse. Diese Aufzeichnungen, Karten, Berichte, sie sind alle über Sie. Was? Scheint so. Ihre gesamte Laufbahn ist hier dokumentiert, Fall für Fall, sehen Sie. Ein detaillierter Bericht über Ihre Ermittlungen in Whitechapel im Zuge des Falls Jack the Ripper. Und hier, Ihr Verhältnis zu einem gewissen A. Lupin. Und hier Einzelheiten zu Ihren Methoden, sowie Aufzeichnungen zu Ihrer Kommunikation mit den gewalttätigsten, mächtigsten Verbrechern. Mein Gott! Sehen Sie sich nur die Beschriftung der Akten an. Betrug, Verschleierung, Korruption, Fälschung, Mord. Was hat das alles zu bedeuten? Leise. Ich muss mich konzentrieren. Konzentrieren? Dieser Richter hat einen tadellosen Ruf und gilt als der ehrenhafteste Richter im gesamten Königreich. Und dieser Mann hat einen überwältigenden Stapel so hoch wie der Big Ben mit Dokumenten über Sie angehäuft. Und Sie reden hier von konzentrieren? Wozu? Weil Sie den Tresor öffnen wollen?
Ruhe. Holmes, antworten Sie mir. Was sind die wahren Gründe für unsere Anwesenheit hier? Wussten Sie schon im Vorfeld, was wir hier finden werden? Sieht ganz so aus. Das ist also der Grund für diesen Einbruch. Sie interessieren sich nur für den Inhalt des Tresors. Alles andere war nichts weiter als Lug und Trug. Das Wichtigste befindet sich im Tresor, Watson. Nämlich du! Ah, nee, hier ist wirklich noch ein Tresor im Tresor. Ach, Herr Jemino, ordnen Sie die Kugeln der Farbe nach an. Was? Warte, ich war noch nicht fertig. In jedem der drei Bereiche darf am Ende nur eine Farbe sein. Okay, blau muss in der Mitte sein. Aha. Aha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Ach du Scheiße. Oh, mein Gehirn platzt gleich. How? Oh, das kann ich gar nicht drehen. Das kann ich nur drehen, wenn hier alle... Wie? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, wir haben schon mal blau. Ich versuche mal rot nach links zu machen. Und grün nach rechts. Bis in 20 Minuten. Tja, gut, dass ich einen Döner hab. Himmel. Ich werd dann leider... Ja, das ist nicht gut. Oh. Mit den blauen arbeiten. Oh, das ist jetzt so gestückelt hier drüben. Das bringt gar nichts so.
denkt sich denn solche Rätsel aus? Immer schön vorsichtig mit den Kugeln, nicht wieder was kaputt machen. Ich versuch's. Ach nee. Ich versuch's. Ups, schon wieder was passiert. Mit dem Mount gestern, das war witzig. Verdammt. Wahrscheinlich hätte ich die blauen nicht trennen dürfen. Wie kriege ich denn die blauen jetzt wieder zusammen? Gar nicht wahrscheinlich. Doch so. Okay. Na, wer ist die klügste Fludi auf der ganzen Welt? Zeigen Sie mir die Akte, Holmes. Das ist nicht nötig, Watson. Das ist eine Akte über Sie, nicht wahr?
Ist sie so brisant, dass Sie es nicht wagen, sie mir zu zeigen? Sie sind hierher gekommen, um die Ergebnisse der Nachforschungen, die Richter Beckett über Sie angestellt hat, zu stehlen, Holmes? Das war wohl das Einzige, was Sie interessiert hat. Wir werden sehen. Aber jetzt müssen wir erst einmal wieder alles zurücklegen. Niemand darf wissen, dass wir hier waren. Helfen Sie mir. Setzen Sie die Ruder zurück an Ihre ursprüngliche Position, während ich mich um den Rest kümmere. Wenn man zuschaut, geht's einfacher, oder? Alle Wolle. Keine Ahnung, wer denn? Was? Das ist ja der Plan meiner Wohnung. Ich meine, unserer Wohnung. Ah. Oha. Okay, es soll die Ruder wieder in die Position bringen? Beeilen Sie sich, Watson, wir müssen raus aus diesem Haus, schnell. Was? Aber... Machen Sie schon! Wegen Ihnen müssen wir wie Kriminelle weglaufen. Und nicht nur das. Wir gehören jetzt wohl selbst zu diesem Gesindel. Ich hoffe nur, dass sich das Risiko am Ende auszahlt. Zeigen Sie mir die Akte. Sofort. Wir müssen so schnell wie möglich eine Droschke finden. Hier können wir nicht bleiben. Warum haben Sie es so eilig? Sie... Moment, sehen Sie dort drüben. Richter Beckett. Ja, das ist er. Gehen wir zu ihm. Es ist zu spät. Tun Sie, was Sie wollen, Holmes. Aber ich brauche eine Erklärung für das, was in diesem gesicherten Raum war. Ich gehe. Warum? Nein, bleiben Sie hier. Das ist ein Befehl. Sie können befehlen, was Sie wollen. Ich werde mit Richter Beckett sprechen und Sie können mich nicht daran hindern. Was ist denn mit dir? Watson! Watson! Geht es Ihnen gut? Whoopsi! Das... Mein Gott! Was ist passiert? Lucy! Lucy! No. Oh, Lucy, das arme Mädchen. Ich muss etwas tun. Holmes, ich brauche Ihre Hilfe! Claudie, hast du den Herd angelassen? Tut mir leid, Watson. Ich muss jetzt leider gehen. Gehen? Was soll das? Holmes, kommen Sie sofort zurück! Holmes! Waren das meine Kekse?